Ja, hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen. Ja, ich habe mir soeben, deswegen kommt das Video hier leider ein Ticken später, ich habe mir jetzt das Spiel nochmal komplett angeguckt und äh, jetzt kann ich natürlich auch was zu dem Spiel sagen. Und äh, man muss echt sagen, das erste, die erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr kampfbetont. Ähm, viele auch Verletzte jetzt bei Köln zum Beispiel, einmal Matthias Holzen, äh, auch da gute Besserung. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes und bis dann, ja. Am besten nächste Woche gegen Wolfsburg wieder da. Das gleiche gilt natürlich auch für Jeff Jabot, der erstmal mit Turban spielen musste, weil er eine Platzwunde hatte. Und dann am Ende ähm, ja, musste er dann trotzdem verletzungsbedingt nochmal raus. Auch da gute Besserung, Jeff. Ähm, hoffentlich bist du auch wieder ab dem Wolfsburg-Spiel wieder dabei und kannst sozusagen auch wieder mit eingreifen. Ja, ähm, deswegen musste der FC da zweimal äh, ungewollt wechseln, sag ich mal. Und ähm, ja, die erste Halbzeit war echt Stuttgart sehr, sehr stark. Man hat ein bisschen auch gemerkt, vielleicht, dass die Kölner jetzt auch eine Engl zwei englische Wochen äh, hinter sich lassen mussten. Ähm, also hat man schon gemerkt, dass der FC vielleicht vom Kopf her auch nicht mehr so fit dabei war, wie sag ich mal, wenn wir es nicht gehabt hätten. Aber trotzdem, man muss auch die Stuttgarter loben, äh, dass sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, auswärts. Äh, man muss vor allem Marvin Schwäbe loben der uns äh, sowas von den Arsch gerettet hat. Man muss es einfach so sagen. Also wenn es ganz doof läuft, ähm, liegen wir 2-0 hinten zur Pause. Obwohl man sagen muss, am Ende der Pause, oder kurz vor der Pause, ähm, hat Jeff Jabot ja noch die Riesenmöglichkeit, unser Turban-Man sozusagen, äh, hat die Riesenkopfballgelegenheit wäre auch fast reingegangen allerdings wie gesagt waren Stuttgarter noch als auf der Linie und den hat, das hat er am Ende dann noch weggeschaufelt den Ball sage ich einfach mal da also hatten wir ein bisschen äh, Pech Stuttgart hatte da ein bisschen Glück, aber wie gesagt, wie oft äh, oder zweimal kam äh, Schwäbe voll zum Einsatz. Eins gegen eins Situation, äh, wo du eigentlich schon dachtest, ach du Scheiße, das ist ein Tor. Und Marvin Schwäbe macht alles richtig in dem Moment und äh, vergrößert sich, macht sich breit und dann äh, ja, wehrt er den Ball noch ab. Das war wirklich sehr, sehr stark, muss man sagen. Dann zweite Halbzeit äh, wurde Köln besser, muss man sagen. Ähm, ja, kann man wirklich so sagen. Köln hatte dann auch mal die ein oder andere Torschance, Trotzdem muss man schon sagen, dass das schon sehr, sehr ja, offensiv schwach war von Köln. Immer noch Stuttgart auch mit mega vielen Chancen. Dann kam es zum Platzverweis. Wieder eine rote Karte. Nicht für Köln, sondern für den VfB Stuttgart, für den Stürmer. Ja, ging in Ordnung. Also wirklich, ging wirklich in Ordnung. Ich verstehe auch da ehrlicherweise nicht den Trainer vom VfB Stuttgart, worüber er sich da so aufregt. Also erstens, Timo Hübers spielt den Ball und dann wird er mit offener Sohle. Äh, am Knöchel unten voll getroffen. Ähm, wie gesagt, also wir können oder ich bin froh, dass es nicht der nächste Verletzte war in dem Moment. Äh, also das war schon, äh, das, das ist meiner Meinung nach ganz klar rot. Also und da verstehe ich halt den Trainer von Stuttgart nicht, muss der Knochen durch sein, dass er da nicht äh, auf, sich aufregt. Also ich glaube, wenn er das auch in der, äh, ja, in der Wiederholung sieht oder allgemein, wenn er das am Bildschirm sieht, dann wird der. Ganz klar auch sagen, dass das ganz klar eine rote Karte ist. Wie gesagt, ganz klar zu spät gekommen. Offene Sohle, äh, trifft den Knöchel. Also, äh, wie gesagt, da gibt es für mich eigentlich jetzt wirklich nichts zu diskutieren. Ja, also war der FC in der 54. 56. Ein mehr auf dem Platz. Und da hatte ich jetzt schon persönlich echt gedacht, auch als ich dann auf der Gamescom das gesehen hatte, dass der FC einmal mehr auf dem Platz ist, hatte ich gedacht, okay, komm, jetzt haben wir so viel Zeit mit einem Mann mehr auf dem Platz gegen Stuttgart. Da habe ich echt gedacht, okay, jetzt werden wir es locker an uns reißen. Ähm, aber es war nicht der Fall. Also es war immer noch eine sehr, sehr ausgeglichene Partie. Stuttgart hatte Chancen, Köln kam natürlich dann auch mehr zu Chancen. Jan Thielmann hatte zwei wirklich richtig starke äh, Phasen, wo du auch dachtest, oh Junge, mach den doch rein. Ne? Oder äh, wie gesagt, gerade auch am Ende in der 94. da diesen Hammer, wie gesagt, der Torwart auch ganz klasse pariert. Also ähm, ja, und so passierte es dann eben, wie es passiert ist. Dass wir einfach kein Tor geschossen haben. Genauso wie die Stuttgarter nicht. Trotzdem muss man persönlich schon sagen, so in der, ja, wenn man so jetzt auch sagen wir mal, die Chancen sieht, ähm, hätte Stuttgart definitiv auch das 1 oder 2-0 machen können. Köln hat aber auch wieder Chancen. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, geht das in unentschieden in Ordnung. Ja, es geht wirklich in Ordnung. Es hätte jetzt nicht nur 0, 0 ausgehen können, es hätte auch 1-1 oder 2-2 ausgehen können. Aber ähm, wie gesagt, ein Unentschieden. Ist okay. Ich hätte zwar lieber vor dem Spiel habe ich ja gesagt, ich würde gerne einen Sieg sehen, weil wir jetzt die letzten Male schon unentschieden gespielt haben. Jetzt haben wir das gemacht, was ich persönlich sehr, sehr selten gesehen habe unter Steffen Baumgart, dass wir mal zu Null gespielt haben. Und vor allem, dass wir äh, ja 0-0 ist, glaube ich, jetzt unter Steffen Baumgart schon sehr, sehr selten gewesen. Äh, ich glaube fast, ich glaube gar nicht tatsächlich. Ich glaube, das ist das erste 0-0 mit Steffen Baumgart. Ähm, ja, wie gesagt, kann man zufrieden sein. Jetzt nächste Woche. Haben wir ja kein Spiel, zumindest in der Woche. Und dann, wie gesagt, am Samstag geht es ja dann ja, nach Wolfsburg zu den Wölfen auswärts. Also mal schauen, wie es dann wird. Auch die sind ja, ja, okay, sind auch so im Mittelfeld eher Tendenz nach unten. Aber trotzdem, äh, ja, wird es natürlich auch nicht einfach, gerade auswärts aber auch da kann man Punkte mitnehmen also auch das ist jetzt meiner Meinung nach kein Gegner wo man direkt denkt oh oh oh, oh das äh, wird gar nichts ich sehe da auch gute Chancen hier ein Dreier oder dann auch, wie gesagt, einen Punkt mit, wieder einen nächsten Punkt mitzunehmen. Ähm, ja, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren, wie habt ihr das Spiel gesehen. Wie gesagt, ich muss echt sagen, in den ein oder anderen Szenen hatten wir echt mega, mega viel Glück und Marvin Schwäber hat uns da wirklich am Leben gelassen. Ähm, gerade in der ersten Halbzeit war Köln nicht wirklich da. Äh, da war Stuttgart klar die bessere Mannschaft und in der zweiten hat sich das allerdings wieder ausgeglichen ähm, dass da auch die Mannschaft wirklich da kam ja auch ein Lubicic da kam auch ein Keins. Äh, hat mich eh gewundert dass die nicht äh, von Anfang an gespielt haben vielleicht waren sie aber auch müde von den englischen Wochen jetzt äh, deswegen nächste Woche haben wir ja jetzt kein, inne, keine englische Woche mehr ich glaube dass das dann auch noch mal mehr Kräfte Freisetzt, gerade wenn wir dann, wie gesagt, gegen Wolfsburg am Samstag spielen werden. Das werde ich natürlich auch wieder live kommentieren. Wie gesagt, heute war es leider so unglücklich, dass es nicht ging. Aber das sollte hoffentlich nicht Normalität werden, sondern Normalität sollte eigentlich sein, dass ich jedes Spiel hier auch mit euch schauen kann. Und deswegen werde ich nächste Woche auch wieder live streamen hier auf YouTube. Also würde mich freuen, wenn dann natürlich wieder. Äh, wenn ihr da natürlich da wieder einschalten würdet. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch das Video hier angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und bis dahin macht's gut, euer Niklas. Und ciao!